Wir machen weiter mit den Galliern und mit Ambiorix, mit unserem Herrscher und mit unserem Krieg, dem kommenden, in Kürze gegen das Blumenkranzhäuser, Eleonore von Aquitanien, Britannien und was weiß ich, Aquarien und was auch immer, Fische, die sie befehligt, ich weiß es nicht, ich bin mittlerweile gar nicht mehr gut zu sprechen auf die Frau. War ich jemals gut auf sie zu sprechen? Zwischenzeitlich hätte sie mich fast um den Finger gewickelt, als sie mich mit ihrem Zahnpasta-Lächeln angegrinst hat. Aber ganz ehrlich, wir brauchen sie. Nicht Eleonore, wir brauchen ihre Städte. Wir brauchen Eleonore Städte. Denn schutzlos liegen sie vor uns. Und dann wächst die Gier. Dann will man die auch gerne haben, diese Städtchen. Sie ist die Schwächste in der Militärstatistik. Sie hat keine Stadtmauern gebaut. Mann, jetzt mal ganz, ganz ernsthaft. Ein Herrscher, der sich so schlecht um seine Städte kümmert und um seine Untertanen, der die Städte so wehrlos zurücklässt, der nicht mal Stadtmauern baut, ein Herrscher oder auch eine Herrscherin, da kann man doch nur sagen, liebe Untertanen, wir kommen, wir erlösen euch von so einer Pfeife. Also echt, da gibt es, wir sind besser als die. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand im Reich von Eleonore, von Aquitanien, Britannien, Aquarien und ich gucke von oben euch herab oder was weiß ich was, wie, was für Titel sie trägt, dass irgendjemand uns nicht willkommen heißt. Ich glaube, wenn wir mit da reinreiten in ihre Stadt, also Ambiorix reitet, ich selber werde in der Sänfte getragen, als ein Greiser, bisweilen auch weiser und immer fußkranker Berater, ich glaube, die Bürger, die werden uns Rosenblätter streuen auf dem Weg. Die werden uns willkommen heißen, die werden uns gebratene Hähnchenschenkel in die Händchen drücken und werden sagen, kommt Leute, ihr müsst nicht requirieren Nahrung und Proviant und irgendwas, wir geben euch alles gerne. Endlich sind wir es los, das Blumenkranzhäuserl, das glaube ich. Und wenn irgendein Bürger, wenn wir in die Stadt reingehen, irgendwas anderes sagt, wenn er mit einem spitzen Finger auf uns zeigt und wir denken, ist das ein Speer oder ein Zehen oder ein Fingernagel und irgendeine Frechheit ins Gesicht kotzt, dann kann es nur ein Spion und ein Agent sein von Eleonore von Aquitanien und Britannien. Und dann gilt das Prinzip der Meinungsfreiheit, dass nämlich jeder Bürger, der eine solche Meinung hat, von ihr befreit wird von uns mit einem Speer, mit einem Schwert oder irgendwas anderem, das wir als Zahnstocher benutzen, um ihm den Dreck aus dem Mund zu wischen. Sag ich ganz offen. Das ist hier, das ist die Antike, Leute. Das ist nichts hier mit Moderne und Postmodern und jede Meinung zählt so viel wie die anderen. Ach komm, ich kann mich so aufregen, wenn ich an das Blumenkranzhäuserl denke und bekomme wieder dieser, ich sehe das manchmal im Spiegel, diesen hässlichen Schaum vor dem Mund. Wir marschieren ein Stückchen Richtung vor, auf die Grenze, selbst wenn sie uns gleich fragen wird. Ziehen eure Truppen nur vorüber oder wollt ihr uns was? Das ist mir sowas von egal. Wir ziehen auf die los. Das ist unser Missionar. Der wird mit unseren Kriegern als Bewachung vor ihre Stadt ziehen. Er zieht hier hin. Der Chat hat uns gerade darauf hingewiesen, dass in Plymouth Mauern gebaut werden. Inzwischen. Tatsächlich. Guter Hinweis. Da müssen wir mal Gas geben. Das war die Stimme von Matsumanix. Hier nirgendwo. Notfalls erobern wir Plymouth dann als letztes. Zwei Felder zum Angriff. Zwei Felder, von denen wir aus die Stadt angreifen können. Kann man auch runterschicken im Prinzip, oder? Wir haben hier einen und einmal einen zweiten. Ich lasse ihn mal sicherheitshalber hier stehen. Der kann nicht weiterziehen, bleibt hier stehen. Die ziehen nach vorne. Dito, alle nach vorne bitte. Hinterher. Upgrade auf Armbrustschützen ist leider zu teuer für uns.
Er zieht nach vorne Richtung Front. Im Schneckentempo. Hierhin bitte. Alle gezogen, fast alle. Der Armbrustschütze hier kann auch noch etwas vorziehen. Na, die können alle gar nicht von hier unten feuern. Das ist Wald, das ist ein Hügel mit Wald, ein Hügel mit Regenwald. Er müsste eigentlich von hier aus hier drauf feuern können, denke ich mal. Wir sollten einen Bogenschützen hier mehr hier unten, dann schicken wir den zweiten lieber oben lang. Schwer zu sagen, vielleicht auch bar. Ich schicke den mal oben lang. So, und mit dem scouten wir hier ein bisschen mit dem Speer. Das ist der, der nicht über einen Hügel laufen kann. Läuft hier unten entlang, sehr schön. Der setzt eine Runde aus. Hier geht es Richtung Osten, Gorgo ausspähen. Und eine Runde weiter. Und es kann sein, dass jetzt bereits das Blumenkranzschäusel fragt, was ist da eigentlich los? Ambiorex und du, Greiser, bisweilen noch weiser Berater BB, was ist da los? Was wollen denn die Leute? Eben war es noch mit uns befreundet, jetzt nicht mehr. Übrigens, wir könnten, wenn wir wollten, uns eine Freundschaft holen mit Gorgo. Machen. Das würde dann Sinn machen, wenn wir uns sicher sind, dass wir innerhalb der nächsten 30 Runden sie nicht angreifen. Wenn wir dagegen denken, das könnte vielleicht in 20 Runden schon sein, dann macht das keinen Sinn. Freundschaft ist auch eigentlich nur, wenn wir mit ihr besser handeln wollen, wenn wir uns absichern wollen, dass sie uns nicht überfällt. Handeln, sie treibt auch so Handel mit uns. Sie hat einen Krieg mit Byzanz im Westen. Sie wird uns wahrscheinlich jetzt nicht angreifen. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Lieber Flexibilität haben, ob Krieg oder Frieden mit ihr. Lieber keine Freundschaft. Mit ihr haben wir Freundschaft mit Kleopatra. Was wir machen können, ist nochmal Eisen verhökern. Das sollten wir unbedingt machen, bevor gleich eventuell die ganze Welt oder Teile der Welt von uns entzürnt sind, über uns entzürnt sind, weil wir einen Überraschungskrieg machen gegen das Blumenkranzschäusern. Das ist zwar relativ unbeliebt in der Welt. Viele Freunde wird sie nicht haben, die sich über uns empören, aber man weiß ja nie. Eisen würde uns abkaufen, das Blumenkranzschäusern und auch Kleopatra. Eigentlich die drei Herrschaften hier. Römer und Kleopatra. Ein Gold für ein Eisen. Sehr witzig. Haha. Fünf Gold. Trajan. Ein Gold. Okay, alles klar. Botschaft ist kapiert. Das heißt, wir gehen hier hin. Und versuchen es mal mit 6. Das sollte zumindest klappen. Denn bis 40 kaufen die in der Regel ein. Ein Gold 30 Runde lang und 8. Okay, macht man mal. Ist nicht so doll, aber wir nehmen alles mit. Ich würde gerne noch schauen, ob wir jemandem Gunst verkaufen können und wem. Ich glaube, wer hatte eben so viel Gunst von uns angenommen? Also letztes Mal für einen sündhaft teuren Preis. Ich glaube, Matsumanix, das waren die Byzantiner. Ich glaube, das war Basilius. Glaubst du das auch noch? Das glaube ich auch, ja. Jetzt sind es noch 6 Gunst. Zwölf. Vermutlich war es Trajan. Es kann ja sein, dass der Kurs wechselt. Das war nur 2. Es war 3 an. 2 Gold. 2 Gunst verkauft für 1 Gold. 30 Runden lang und 2. Unser Stadtstatus, die Leute sind zufrieden. Die Ressourcen, die wir haben, sind Wein, Baumwolle, Honig und Gips. Wein, Baumwolle, Honig und Gips sind unsere Ressourcen. Verkaufen können wir im Augenblick nichts. So, jetzt bin ich sehr gespannt, wie das Blumenkranzschäusal jetzt reagiert.
bevor du eine Runde weitergehst, lieber Daniel. Schon passiert. Tja, zieht eure Militärparaden ab, eure Truppen, was soll denn das? Kein Zahnpasta-Lächeln, Leute. Was machen wir denn jetzt? Krieg erklären. Was soll man sonst machen? Ja, das sind ja nur die Alternativen. Wenn wir jetzt sagen, meine Truppen ziehen nur vorbei und wir erklären ihnen trotzdem den Krieg, wird sie erst recht angepisst sein? Wir können natürlich sagen, wir pfeifen auf alles. Nur, ich denke mal, Matsumanix, der Groll, den wir erzeugen, nicht nur bei ihr, sondern eventuell auch bei Verbündeten, der ist ja umso größer, je mehr wir sie bescheißen. Lieber jetzt den Krieg erklären, was soll sie groß machen? Wir würden eine Runde später sonst wahrscheinlich den Krieg erklären. Das ist nur eine Runde früher oder später. Ich würde es jetzt machen, oder? Ja, würde ich jetzt auch machen. Und Casus Belli haben wir eh nicht. Eleonore von Aquitanien und Britannien, Blumenkranzhäuser. Mes greu caradiem farguera entre nos. Mas non tan greu. Boah, die ist so unsympathisch. Wir haben alles richtig gemacht, Leute. Wir machen alles richtig. Ich muss mal ganz kurz die Kamera ein Stückchen rüberschieben. Ich glaube, ich bin eine Idee noch vom Anno-Spielen an der falschen Stelle. Ich glaube, so ist besser. So ein unsympathisches Geschöpf. Produktion. Armbrustschütze fertig. Geld sinkt ab. Deshalb ist auch, ne? Armbrustschützen, gesahte Einrund. Katapult. Katapulte bräuchten wir eventuell statt 9 bauen, wenn sind immer noch nicht im Bau. Nur hier vorne. Ja. Die brauchen von Bullix aus lange bis zur Front. Armbrustschütze ist mächtig. Vor allem, wenn sie Armbrustschützen hat, sie ist technologisch deutlich vor uns. Alternative Katapult. Armbrustschütze geht natürlich schneller. Katapult ist immer gut, falls man in Schussweite kommt, damit man schneller durchziehen kann. Gesaaten, wir können sie mit der Flut von Gesaaten spawnen. Spammen. Der Vorteil ist ja auch, die Gesaaten sind ja immer besser, je mehr Einheiten drumherum stehen. Wir können also sagen, Gesaate. Wie viele haben wir denn jetzt? Wie viele Armbrustschützen? Einer ist jetzt entstanden. Der zweite entsteht hier. Die lange brauchen bis zur Front, würde ich sagen. Und das ist die produktionsstärkste Stadt. Sage ich mal, hier die Dinge, die meiste Produktion kosten. Hier noch ein Armbrustschützen. Und hier vorne gleich machen wir dann noch Gesaate. Auch hier in Flut nix. Gesaate 4 Runden. So, jetzt sollen wir hier noch ein bisschen scouten. Was solltest du eben beim Rundenwechsel sagen, Matze? Der Chat, der Red Scavenger, der hat uns darauf hingewiesen, dass unsere Hauptstadt dabei ist, den Bullismus zu verlieren. Woher denn das wohl kommen könnte? Mal gucken gehen. Ja, aber minimal. Minimal. Verlieren ist aber... Wir haben plus 4 an Druck von... Achso, der Druck kommt... Ja, Druck bekommt man ja von den Nachbarstädten. Und die Nachbarstädte geben uns keinen Druck. Und deshalb lässt das etwas nach. Aber unsere Bürger... Also das ist nichts Akutes. Wir haben halt die Städte drumherum nicht missioniert. Und deshalb gibt es keinen Druck auf Bullix. Aber ist halt so. Wir müssen demnächst halt nochmal einen Missionar machen, der auch die eigenen Städte missioniert. Dann gibt es auch wieder Druck auf Bullix. Es sieht ein bisschen so aus, dass die Religion von Kleopatra so langsam rüberschwappt, ja. Weil ja auch Kumasi da bekehrt wurde. Genau. Hier gibt es auch ein bisschen, ihr seht ja auch ein bisschen noch nur Pantheon, aber das ist der Shintoismus, der kommt von Kleopatra. Hier wütet ein Unwetter. Leichter Vulkanausbruch, Kriegserklärung, das sind wir selber. Hier wollen wir noch ein bisschen weiter Erkundung betreiben. Interessant. Eine Runde aussetzen.
runterrennen. Und dann haben wir noch einen Späher hier links. Der hat schon gezogen. Dann wieder hier hin. Und den Angriff planen. Militär checken. Wir auf Platz 4 mittlerweile, von vorne gezählt, 405. Lenore hat geringfügig zugelegt auf 180. Bristol immer noch von diesem Krieger hier bewacht. Wir wissen nicht, ob hier vielleicht ein Bogenschütze oder irgendwas steht. Hier steht nur ein Speerkämpfer drin. Das ist gut. Ihn können wir angreifen. Aber das machen wir erstmal nicht. Da haben wir nichts von. Wir ziehen mit dem Missionar vor. Der könnte noch eins weiter vorziehen. Der könnte man aber nicht bewachen. Falls hier ein Reiter wäre, könnte der hier draufziehen und uns fertig machen. Aber der hätte genug Bewegungspunkte. Der Spähträger kann das nicht. Insofern, das ist egal. Wir können ihn ruhig vorziehen. Das sollte eigentlich nichts passieren. Wir ziehen unseren einzigen Missionar. Ich mache das ja so gerne. Ob Handwerker, ob Siedler, ob Missionare, ob was weiß ich wen. Ich würde sogar Chatmoderatoren ohne Bewachung durchs Militär problemlos, ohne mit der Wimper zu zucken, auf feindliches Territorium schicken, ohne einen Bodyguard. Wenn das Matsumanix wäre, Matsumanix, ich würde dich vorziehen. Vorstellen, ohne Punisher als Bewachung mitzugeben. Das ist nicht schlimm. Zur Not beame ich mich wieder zurück in die nächstgelegene Stadt. Ein Feld vorgezogen. Brauchen wir eher den Bogenschützen oder brauchen wir eher den Gesandten? Zwei Gesandte brauchen wir auf jeden Fall vorne. Das heißt, einmal hier hin. Einmal hier hin. Einmal dorthin. Und hier gehen wir jetzt mal gucken. Wir haben eine gute Verteidigungsposition hier. Aber ich bin natürlich neugierig. Sollen wir uns hier runter trauen? Wir haben da wenig von. Ich würde ihn hier verschanzen. Wir bleiben da mal stehen. So, die haben alle gezogen. Er setzt eine Runde aus. Ich würde nicht mit ihm angreifen. Wir sind ihm überlegen. Wir können es machen. Wir haben auch eigentlich ein Jahr. Wir können es machen. Es ist nicht unser Schaden. Nicht unser Schaden. Kampfstärker sind wir. Wir sind plus zwei Kampfstärker, wenn jeder einer, die neben uns steht. Das ist unsere Spezialeigenschaft, König der Eberonen. Das heißt, also die plus zwei haben wir schon. Schaut mal dort unten, dort steht plus vier Kampfstärker. Haben wir im Augenblick schon, weil eine Einheit hinter uns steht und eine vor uns. Da ist es egal, man kann es machen, man kann es lassen. Er heilt auf eigenem Territorium, wir heilen nicht. Ich würde es erst mal so lassen. Wir verschanzen uns, dann haben wir sogar noch einen kleinen Vorteil, weil er zieht hinterher. Wir sind ja nicht unter Zeitdruck. Und der Gesandte zieht raus Richtung Front und eine Runde weiter. Eine Runde weiter. Der Krieg... Oh, da kommt ein Armbrusch. Reich ist nicht, wer vieles besitzt, sondern wer wenig braucht. Und war aber zu rechnen, dass sie uns technologisch überlegen ist. Handelszentren, Baubar und aber Märkte. Aber Söldner, hey, wir gehen überall hin, wo es Geld und Ärger gibt. Und woher kommt das? Warum können wir jetzt schon, nicht erst in sieben Runden, die Söldnerkarten benutzen und die Regierungsform wechseln wegen unseres Militärs? Da seht ihr mal, wie mächtig das ist. Das ist diese Eigenschaft König der Eberonen, über die wir eben schon gesprochen haben, eine Eigenschaft von unserem Ambiorix. Weil wir gerade Kultur bekommen haben, haufenweise Kultur, dadurch, dass wir so teure Militäreinheiten gebaut haben. Das gibt uns gratis Kultur. Damit schießen wir uns voran bei der kulturellen Forschung. Und jetzt können wir, wenn wir wollen, unsere Bogenschützen billig, die bestehenden Bogenschützen, billig upgraden zu Armbrustschützen.
Schneller als ich dachte. Zwei Forschungen auf einmal. Technologiebaum. Da haben wir schon den Bonus. Marineeinheiten, Fixer, Diplomatenviertel, Baubar, alles egal. Ich glaube, wir gehen auf die Sägemühle, weil das sind nur drei Runden, die man spart. Und von all dem, was hier steht, ist das eigentlich das Wichtigste. Landeinheiten können wassern, könnte auch helfen. Hilft das Einheiten, das Wassern können von Einheiten, würde uns helfen, hier schnell rüberzukommen. Ist das entscheidend? Mutmaßlich nicht. Ich gehe mal wirklich auf die Sägemühle. Wir haben zwar nicht den Bonus, aber auf die, auf das Sägewerk. Ich bin sonst ein glühender Anhänger, nur mit Bonus zu forschen, aber wir machen das mal. Da sind wir flexibler, weil wir haben nicht vor, eine Wassermühle zu bauen. Wir haben Gesandten bekommen. Haben wir einen Stadtstaat entdeckt? Noch keinen. Wir ziehen erstmal mit den Scouts. Ja, billig ist vielleicht übertrieben, aber wir können es uns leisten. Das war der Scout. Dann haben wir noch einen hier unten. Und hier ist irgendwo Gorgo. Hier ist eine Gorgo-Stadt. Hier ist Argos. Sie hat schon Ritter. Autsch. Und wir hinken in allem hinterher. Dann klang hier ein Unwetter ab und wir haben einen leichten Vulkanausbruch erlebt am Kartenrand. Ein weiterer Gouverneurstitel. 14, 17 Runden. Das dauert lange. Das dauert richtig lange. Handelsrepublik braucht ohnehin die Mittelaltermärkte. Vorher geht gar nicht. Wir können auch sagen, Krieg, 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 Monarchie. Dauert aber auch lange. Überall keine Boni. Bonus haben wir nirgendwo. Wir können hier diese 6-Runden-Geschichte mal abgreifen und auch einen Gouverneurstitel bekommen. Das ist eigentlich eine ganze Sache, die wir schon längst hätten machen können. Hier den Titel mal abgreifen. Ich gehe mal auf die Geschichtsaufzeichnung, weil je niedriger die Forschungskosten sind von einer kulturellen Forschung, desto weniger schlimm ist es, dass wir die Errungenschaft nicht haben. Die Errungenschaft bringt immer prozentual, wenn wir die haben, 40% der Forschungskosten gratis. Und je teurer eine Forschung ist, desto mehr Würde in Gewicht wiegt es, wenn wir diesen Bonus nicht haben. So, wir können immer noch, wir haben immer noch im Hinterkopf, wir können wechseln, wir können die Regierungsformen wechseln. Hier sind wir. Brauchen wir jetzt einen Wechsel? Im Nachhinein, man ist ja immer im Nachhinein klüger, wäre es klug gewesen zu sagen, wir lassen noch 2 Runden oder 3, wie viele es waren, den Exodus der Evangelisten drin, dann hätten wir ein paar Glaubenspunkte mehr bekommen. Ich glaube, wir haben jetzt, wie viel haben wir verloren? 8 Punkte, vielleicht waren es 12, ich glaube 8. Ich weiß nicht genau. Also 3x4 oder 2x4. Dadurch, dass wir den Exodus der Evangelisten erst so lange noch nicht drin hatten, obwohl wir die Prätorianer noch gar nicht gebraucht hatten. Wir könnten natürlich die Heilige Stätte Nachbarschaftsbonuskarte reinnehmen. Das sind aber nur 2 Glaubenspunkte Unterschied. Wollen wir die Handwerker jetzt bauen? Nicht in dieser Phase. Wir brauchen Handwerker, wir müssen Minen haben, klar, aber nicht jetzt. Machen wir jetzt nicht. Handwerker kaufen reicht das Geld nicht aus, indem ich es eben fürs Monument verprasst habe. Wir brauchen das Geld jetzt, um uns die Option offen zu halten, Bogenschützen zu Armbrustschützen zu machen. Ich würde alles so lassen, wie es ist erstmal. Ich würde auch weiter produzieren, produzieren, produzieren. Plündern sehe ich im Augenblick nicht, dass wir das brauchen. So. Jetzt steht der direkt auf uns, die Herrn haben wir angelockt, der will uns plündern und fertig machen. Oder der will unsere Leute angreifen. Was auch immer, wir missionieren und die Stadt ist jetzt bullistisch. Das hat einen handfesten Vorteil, schaut nur mal hier oben. Jetzt kommt was ganz Mächtiges. Wir starten jetzt einen Kreuzzug, auf geht es, wir starten einen Kreuzzug. Plus 10 Kampfstärke. Bekommen alle unsere Einheiten innerhalb der Stadtgrenzen von dieser Stadt hier, weil wir einen Kreuzzug gestartet haben. Das Peinliche ist natürlich,
Die haben gar keine Religion. Das sind Heiden oder irgendwie so Leute, die einem Pantheon nur folgen. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir könnten auch sagen, ist egal, das ist zu peinlich, einen Kreuzzug aufzurufen gegenüber Leuten, die, was weiß ich, vielleicht so eine kleine Opa- und Oma-Statue haben. Ernsthaft, irgendwie so ihre Ahnen anbeten, Oma und Opa in so kleinen Mini-Statuen irgendwo auf einem Küchenaltar stehen haben. Sollen sie doch. Sollen sie doch ruhig Papa und Mama ehren, Opa und Opa. Oma und Opa. Ist egal, Kreuzzug plus 10 Kampfstärke nehmen wir mit. Man kann auch sagen, wurde im Chat teilweise argumentiert, WB, sei sparsam. Hau die nicht raus, die wirst du noch brauchen für woanders. Die Frage ist, und wir wissen es nicht, wie oft müssen wir missionieren, damit eine Stadt umgedreht ist? Wir wissen es nicht. Hier 3 Einwohner, hier reicht eine Ladung. Wie viele Lagen braucht man für Plymouth, wie viele für London? Wir wissen es nicht. Es kann sein, 2 Plymouth, 2 London. Es kann sein, 2 Ladungen für Plymouth, 3 für London. Wir können sagen, wir lassen erstmal alles hier so stehen, wie es ist und sagen, Bristol packen wir auch so. Oder wir sagen, wenn man Boni nutzen will, dann sofort. Damit man der Schlange den Kopf abschlägt. Feinde möglichst sofort massakrieren. Der entscheidende Zeitpunkt bei einer Schlacht, bei einem Krieg ist in der Regel der Beginn. Wo sich nämlich entscheidet, welche Seite schafft es, die Truppen des Feindes entscheidend zu dezimieren, bevor es dann auf den Angriff geht gegen die Städte. Das ist oft die entscheidende Phase eines Krieges. Die ersten Stunden oder die ersten Runden, irgendwas in der Art. Zwischendurch ein Dankeschön an Heilort. Heilort, hallo. Danke dir für dein Abo, das du verteilt hast. An Talrus, danke dir. Und die Frage geht jetzt auch an Matsumanix. Ich bin hin und her gerissen. Sollen wir geizen oder sollen wir raushauen? Das ist eine berechtigte Frage. Momentan sehe ich, dass Bristol minimal stärker tatsächlich ist auch als Plymouth, was wahrscheinlich daran liegt, dass in Bristol eine Einheit drin steht und in Plymouth wahrscheinlich nicht. Ich persönlich bin ein Freund davon, die Boni jetzt auszuspielen, weil vielleicht können wir jetzt auch schon einen Armbrustschützen zu uns locken und ihn hier auf diesem Statusgebiet fertig machen. Wo ich mir nicht sicher bin, ist, ob wir den Missionar an Ort und Stelle auflesen sollten oder ob wir ihn einfach noch ein Feld weiterziehen, damit er im Zweifelsfall nicht geplündert werden kann, falls der Krieger dort überlebt. Sehr guter Hinweis. Ich mache das genau auf diese Weise. Muss ich nicht wiederholen, die Begründung. Wir ziehen mit ihm. Er hat 4-fach Bewegung auf das Feld. Hier nicht, denn das hier ist Grasland ohne Hügel und ohne Wald. Wenn wir Pech haben, zieht eine Einheit aus der Stadt raus. Man hat ja automatisch Brücken hier, wenn man einen Fluss überquert, wenn man aus einer Stadt kommt. Das heißt, man wird durch den Fluss nicht ausgebremst. Würde eine Einheit mit 2 Bewegungspunkten hier rausziehen, hätte sie noch genug, nämlich 1 Bewegungspunkt übrig, um unsere Militär, um unsere religiöse Einheit zu töten. Das wollen wir nicht, denn von den vielen Missionaren, die wir haben, sind das 100% unserer Missionare, um die es hier geht. Nämlich der einzige, den wir haben. Peinlicherweise. Dem sollte schon nichts passieren. Sonst sehen wir ganz schön blöd aus. Deshalb ziehen wir hier unten hin. Da haben wir immer noch genug. Wir haben hier immer noch 2 Fortbewegungen. Ola, ne? Weil wir durch die Kontrollzonen zogen, haben wir keine Fortbewegungspunkte mehr und können nicht mehr missionieren. Ich hatte gedacht, das würde getrennt laufen. Ich dachte, das würde laufen mit der religiösen und mit der militärischen Bewegung separat. War dir das klar? Nee, sonst hätte ich das tatsächlich auch so nicht gesagt, wenn mir das klar wäre. Weil ich kenne das auch so von den Einheiten, dass die Fortbewegungspunkte, die sind dann nicht weg, wenn man in eine Kontrollzone reinzieht. Genau. Man kann nur nicht noch weiterziehen. Ja. Das ist komisch. Man kann nicht weiterziehen, aber man kann in der Regel noch angreifen. Oder, ne, aber man kann nicht, man kann in die Kontrolle, ist egal. Es ist so, wie es ist. Nicht jammern. Ist so. Wir ziehen mit ihm eins hier hin. Nee, das machen wir nicht. Wir testen erstmal, ob der Bogenschütze bis dahin feuern kann. Das kann er nicht. Ah, das ist jetzt echt doof. Wir ziehen mit ihm hier hin. Der verschanzt sich. Armbrustschütze ist echt doof. Wenn wir jetzt 10 Kampfstärke mehr hätten durch den Missionar,
Vielleicht hätten wir den sogar klein gekriegt, oder? Mit zwei Kriegern vielleicht. Aber wenn wir ihn nicht klein gekriegt hätten, wäre der Missionar tot gewesen. Das kann man vorher halt nicht ausprobieren. Mit immer mal zwei Möglichkeiten. Hierhin defensiv oder offensiv hierhin. Hier weiß man aber nicht, was im Hinterland ist. Vielleicht kann er von dort auch ausbeschossen werden. Hier hat er immerhin eine ordentliche Verteidigungsstärke von, wie viel nochmal? 25%, ne? Wenn wir hier drauf ziehen, das sollte uns eigentlich helfen. Aber angreifen können wir ihn nur, wenn wir hier hinziehen. Und er stärkt ihn, wenn er hinter ihm steht. Offensiv denken oder defensiv? Ich kann es nicht sagen. Wir denken mal offensiv. Hier hinten tauchen noch weitere Einheiten auf. Wir verschanzen uns hier. Das gibt 3 Punkte Vorteile. Wir ziehen hier vor, Ich ziehe doch mal vor, um die abzulenken. Um mal den Feind auf uns aufmerksam zu machen. Armbrustschütze 4 Runde oder die Leute mit Gesandten fluten. Das ist der Angebaute, das ist keine Entscheidung gewesen. Ich würde die mit Gesandten fluten, das geht schneller. Wir brauchen jeden Gesandten. So würde ich das machen. Dann steht ein Gesandter, dann steht der Armbrustschütze, dann steht ein Armbrustschütze. Das Level Up können wir. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit den Regierungskarten um? Lassen wir, wie es ist, haben wir gesagt. Und testen gleich mal, weil wir garantiert verwundert, wie die Prätorialerkarte funktioniert. Gleich wissen wir Bescheid. Heißt, bekommt man die 10 Trefferpunkte wirklich dann, wenn man immer, man wird angeschossen und egal was man macht, 10, egal wie man handelt, ob man zieht, ob man nicht zieht, ob man kämpft, ob man stehen bleibt, ob man in der Nase bohrt oder verträumt, dem Tod entgegenwartet, man bekommt immer 10 Trefferpunkte mehr, wenn man verwundet wurde. Oder heißt es, man muss wirklich auch heilen, also sich nicht bewegen, nicht angreifen, sodass man in der Regeneration drin ist. Und dann gibt es die plus 10 bei der Regeneration, das wissen wir nicht, das kriegen wir gleich raus. Jetzt wissen wir auch, wie stark gleich die Armbrustschützen sind. Jetzt wissen wir gleich, ob wir reinkommen nach Bristol. Jetzt wissen wir gleich, ob der Krieger hier eventuell immer hin und her zieht und immer verhindert, dass der Missionar überhaupt heilt. Der Missionar überhaupt missioniert, weil der Krieger ihn die ganze Zeit stalkt. Wäre denkbar. Das alles erleben wir gleich.